Wir möchten Sie mitnehmen zu einem Rundgang quer durch Passau zu den Denkmälern für die Opfer des nationalsozialistischen Regimes. Im Jahr 1977, das ist das Jahr des Bundesentschädigungsgesetzes, gab es in Deutschland ca. 40.000 Denkmäler für die Toten des Zweiten Weltkriegs. Mindestens 9 davon in Passau in verschiedenen Stadtteilen. Allerdings für die Konzentrationslager, und davon gab es während der Zeit der NS-Diktatur 1600 mit Außenstellen, Zwangsarbeiterlagern. An diesen vielen, vielen Orten gab es kaum Erinnerungsmale. Die Menschen erinnerten sich also leichter an ihre Toten, die durch die ehemaligen deutschen Kriegsgegner zu Opfern wurden, als an jene Toten, die der deutschen Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind. Dies sollte sich in den folgenden Jahrzehnten ändern, auch in Passau. Das zentrale Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Passau wurde im Jahr 1996 aufgestellt. Der Weg zur Entstehung dieses Mahnmals an sehr repräsentativer Stelle im Stadtzentrum an der Innpromenade war äußerst lang und zeigt uns sehr gut, wie mühsam Denkmalinitiativen sein können. Die Entscheidung zur Errichtung eines Gedenksteines für die Opfer des Faschismus im Stadtzentrum wurde vom Stadtrat schon im Jahre 1947 abgestimmt. Doch aus verschiedenen Gründen kam es zu seiner Umsetzung erst im Jahr 1996, also nach fast 50 Jahren. Wir haben mit Passanten gesprochen, um herauszufinden, woran sie das Denkmal erinnern. Also auf den ersten Blick würde ich sogar sagen, schaut aus wie ein Hashtag. Aber es hat auch was von Gittern. Ja. Also mehr negative Assoziationen als positive. Ich glaube, es hat auch was mit Holocaust oder so zu tun, oder? Ja. The more you know. Ja. Naja, ist schwierig zu sagen, sieht spitze aus. Wie eine Krone mit Macht und... Irgendwo Steine. Was noch? Macht, Stärke. Etwas Geschlossenes, Abgeschlossenes. Es ist eine Verbindung, sagen wir jetzt mal so, zwischen ja, eine Mauer, Gefängnis, Gitter. Das ist für mich etwas, was ich damit verknüpfe. V rámci naší virtuální prohlídky bychom vám rádi představili aplikaci Action Bound, která je vhodná pro vytváření virtuálních her vhodných k objevování a poznávání historických míst. Jak funguje samotná aplikace, to se dovíte prostřednictvím videonávodů, které budete mít k dispozici během samostudia. Nyní vám ukážeme pouze příklady některých úkolů, které lze v této aplikaci vytvořit. Zde už tedy vidíte webové prostředí, ve kterém úkoly vytváříte. Ústřední pasovský pomník obětem nacistického režimu je velmi fotogenický, proto jsme pro něj zvolili kreativní fotografický úkol. Pořiďte 3 fotografie pomníku z neobvyklých úhlů pohledu. Úkol vytvoříte v rozpracovaném boundu kliknutím na plusko, vyberete Aufgabe, tedy úkol, zadáte text úkolu, v našem případě tedy pořiďte 3 fotografie pomníku z neobvyklých úhlů pohledu. K úkolu můžete přidat i nějaký obrázek pro inspiraci. Dále vyberete druh odpovědi, tedy v našem případě fotografie, zdroj odpovědi, odkud má být fotografie pořízena, v našem případě tedy fotoaparátem mobilu. A úkol máme hotový. Z fotografií pořízených všemi hráči lze pak udělat například výstavu. Wir sind hier am westlichen Ende des Innenstadtfriedhofs, dem Hauptfriedhof der Stadt Passau.
Es ist hier ein großes Areal, das als Gedenkstätte für die Opfer der beiden Weltkriege gestaltet ist. Im Jahr 1974, fast 30 Jahre nach Ende der NS-Gewaltherrschaft, wurde hier das gesamte Areal neu gestaltet durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Zusammenarbeit mit der Stadt Passau. Hier auf diesem Areal gibt es 190 Gräber mit 554 oder 670 Kriegsopfern der letzten Kriegswochen. Hier liegen auch 93 Ungarn, die in den umliegenden Flüchtlingslagern gestorben sind. Seit 1947 wurden immer wieder Anträge und Initiativen an die Stadt Passau herangetragen, verschiedener Gruppen von Opfern der Nationalsozialisten zu gedenken. 1924 beantwortete man diese Anträge mit dieser Tafel. Die Stadt Passau gedenkt ihrer Toten der beiden Weltkriege. Diese Namen stehen stellvertretend für alle Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft. Denkmäler für die Opfer des Nationalsozialismus gibt es nicht nur direkt in Passau, sondern auch in der näheren Umgebung. So dieses Denkmal, das an das KZ Passau I Oberilzmühle erinnert. Das Lager wurde 1942 an der Ilz errichtet, etwa 5 Kilometer nördlich von Passau. Die Häftlinge haben hier an der Entstehung eines Unterwasserkraftwerks gearbeitet. Ursprünglich war es ein Außenlager des KZ Dachau, später wurde es als Außenlager des KZ Mauthausen geführt. Es war ein kleines Lager mit etwa 70 bis 80 Gefangenen, hauptsächlich aus Polen, aber zum Beispiel auch aus der Tschechoslowakei. Nach der Befreiung errichteten 5 ehemalige Gefangene aus Polen ein Kreuz aus Eichenbohlen als Erinnerung an diese leidvolle Zeit, das aber später entfernt wurde. Das Lager wurde schrittweise abgebaut. Erst als 1979 den Ort ein ehemaliger Häftling besuchte, der nichts mehr vorfand, initiierte ein Einheimischer, Sepp Hufner, die Errichtung des heutigen Denkmals. Eingeweiht wurde es im Jahr 1983. Ich stehe hier mit Frau Barbara Friedl. Danke für Ihr Kommen. Sie sind eine Oberilzmühlerin. Ja. Sie sind hier aufgewachsen nach dem Krieg. Und da würde mich gleich interessieren, wann Ihnen bewusst worden ist, dass es hier mal ein Lager gegeben hat, in dem so viele Menschen über so lange Zeit schlimme Dinge erlebt haben. Dass die Menschen so schlimme Dinge erlebt haben, das habe ich natürlich erst später begriffen. Aber dass es hier etwas gegeben hat, das habe ich schon sehr früh erfahren, weil wie ich ein kleines Mädchen war, da sind noch die Baracken gestanden. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie die so der Reihe nach zusammengebracht sind. Meine Eltern haben gleich, wie sie geheiratet haben, da unten an der Ilz in den Baracken gewohnt, die ja auch zu dem Lager dazugehört haben. Das ist dann zunächst einmal für Flüchtlinge als Wohnungen zur Verfügung gestellt worden. Und Vater war ja einer der Initiatoren für dieses Denkmal. Ja, mein Vater hat damals viele Drohanrufe gekriegt und anonyme Schreiben und so weiter und so fort. Lesbeschmutzer und so weiter. Aha, aber er hat sich da nicht entmutigen lassen und hat weitergekämpft und diesen Ort geschaffen. Richtig. Ich habe gelesen, Sie selber sind mit Schulklassen, ich weiß nicht, ob hierher gekommen, aber Sie haben diesen Ort thematisiert in der Schule. Richtig, ja. Ich war ja ein paar Jahre Schulleiterin in Salzburg und in der 8. Klasse ist das ja Stoff und mir war das ein ganz großes Anliegen. Und habe dann so Einheiten halt auch gehalten und habe die Kinder daher geführt und habe mir das gezeigt. Später habe ich dann noch Kollegen besucht und auch von den anderen Schulen, bei denen ich war. Das ist zum Beispiel von Nikola. Von Nikola ist der Herr Walliger mit seiner Klasse gekommen und leider Gottes sind die Steine da so abgewaschen, aber die haben da sehr schöne Texte draufgeschrieben, die haben sich da sehr intensiv damit beschäftigt. Das sind persönliche Texte oder? Persönliche Texte, die die Kinder aufgrund dieser Beschäftigung mit dem Thema dann verfasst haben.
Na Action Boundu mohou žáci pracovat i s historickými prameny. V případě bývalého pracovního tábora v Oberilsmühle by bylo možné dát jim k dispozici plánek tábora, jak ho zakreslil jeden z pamětníků, Zeb Kufner. S pomocí tohoto plánku, který já tady teď k tomu úkolu připnu jako obrázek, by se pak mohli v Oberilsmühle zorientovat a najít například místo, kde se nacházely vězeňské ubikace, což je v tom plánku zakresleno. Toto místo by pak měli za úkol vyfotit, proto zde zvolím jako typ odpovědi opět fotografii pořízenou prostřednictvím mobilu. Uložím a úkol je hotový. Nebo by bylo možné využít dobový článek z regionálních novin Passauer Neue Presse o odhalení pomníku v roce 1983 a vytvořit k němu kvíz, tedy dát žákům otázku, kdy mohou vybírat z více odpovědí. Můžeme se jich zeptat například, kdo pomník financoval. V takovém případě klikneme opět na plusko. Tentokrát nezvolíme ale úkol, nýbrž kvíz. Přidáme otázku, přidáme článek jako obrázek. A zvolíme odpověď v podobě více možných odpovědí. Například by to mohla být místní buňka SPD, čili sociálně demokratické strany. Mohla by to být třeba ale i spolková vláda, kdo pomník zafinancoval. A nebo by se mohla plácnout přes kapsu samotná obec, čili Gemeinde Salzweg. Označíme správné odpovědi. Uložíme a máme další úkol hotový. A takto by už zmiňovaný úkol vypadal přímo na mobilu. Článek si můžete rozkliknout, zvětšit, pohodlně přečíst a pak už označit správné odpovědi, tedy pokud je znáte. Der Passauer Universität, konkret am Westausgang des Informatikgebäudes, wird den Opfern der NS-Zeit gedacht, auch wenn nicht viele davon wissen. Seit 1989 befindet sich hier ein Kunstobjekt, geschaffen von Hans-Jürgen Breuste. Das Objekt heißt Tragik. Zu dem Mahnmal gehört eine Eisenplatte, auf der ein Gedicht von Selma Meerbaum-Eisinger eingraviert ist. Das jüdische Mädchen starb mit 18 Jahren in einem NS-Konzentrationslager. Das ist das Schwerste. Sich verschenken und zu wissen, dass man überflüssig ist. Sich ganz zu geben und zu denken, dass man wie Rauch ins Nichts verfließt. Geschrieben am 23. Dezember 1941. Mit rotem Stift hinzugefügt. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Ein Teil, das was wir jetzt hier haben, ist eben ein Kunstwerk vom Künstler Breuste. Und der hat neben dem eigentlichen Kunstwerk, diese Vertikale, die wir hier sehen, dann mit diesem Passauer Kunstwerk 1989 offiziell aufgestellt, wieder was aufgenommen bei seinem Kunstwerk, und zwar Texte zum Kunstwerk. Und das Besondere ist eben, dass eben Hans-Jürgen Breuste altes Material recycelt. Er sagt dann, ich helfe damit, das Ganze zu bewahren, gibt dem einen neuen Inhalt, aber so, dass ich nur Anrege anstoße und jeder sich selber ein bisschen Gedanken macht. Dass er natürlich in seinem Oeuvre sehr oft Mahnmale oder eben auch Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus und der Diktatur, der dahinter stand, auch mit inszeniert hat, ist natürlich dann hier gleich der eine Linie und es passt ja. Ihm wunderbar mustergültig in sein Werk, wenn man ja. Dann auch noch dann das Zitat der getöteten jüdischen jungen Frau nimmt.
Kolem uměleckého objektu s názvem Tragika prochází za normálních okolností každodenně stovky studentů. Zajímavým úkolem by tak mohlo být udělat mezi nimi anketu, co si s tímto objektem spojují a zda ví, co má připomínat. Odpovědi je možné nahrát ve formátu audio, proto vybírám jako možnost odpovědi audio. Na mobilu pak uvidíte, že lze nahrát i několik odpovědí za sebou, které se uloží jako jednotlivé soubory. Wir stehen hier am Familiengrab der Familie Zach. Sie hatten die erste Weizenbrauerei Passaus. Einer der Söhne, Josef, war mit Lydia Aaron verheiratet und er als Katholik hat seine jüdische Frau durch die Zeit des Nationalsozialismus gebracht. Er hat sie beschützt und sie hat überlebt. Und sie ist 1971 hier bei ihm im Familiengrab begraben. Auf Initiative von Anna Rosmus, auf ihre Initiative zurückgehend, wurde auf die Originalgrabstätte der Familie Zach eine Gedenktafel angebracht, die an in der NS-Zeit in Passau verfolgte jüdische Mitbürger erinnert, sowie an die Menschen, durch deren Hilfe sie überleben konnten. Mitte der 90er Jahre kam es zur Realisierung verschiedener Denkmalinitiativen, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnerten. Unter anderem gibt es in Dom ein Kreuz, an dessen Fuß eine Tafel angebracht wurde, die an 8 Priester erinnert, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Der Künstler war Leopold Hafner, er hat dieses Gedenken an die Priester der Diözese Passau umgesetzt. Rammer schreibt, von 1933 bis 1945 wurden von den rund 600 Welt- und Ordenspriestern der Diözese Passau 267, das ist also knapp die Hälfte, in Verfahren verwickelt. Ihnen wurde Kanzelmissbrauch vorgeworfen, es kam zu Anzeigen, Geldstrafen, Hausdurchsuchungen, zu Verhören, Inhaftierungen, die in etlichen Fällen bis hin zum Tod der Geistlichen führte. Dies ist ein Gedenkort für Männer mit festem Glauben und großer Zivilcourage. Franz Reinisch, Palutinerpater und Pfarrer in Wegscheid, er sollte zur Wehrmacht eingezogen werden, verweigerte aber aus Gewissensgründen den Fahneneid. Den Eid, den Soldateneid auf die nationalsozialistische Fahne, auf den Führer, darf man nicht leisten. Das ist sündhaft. Man würde ja einem Verbrecher einen Eid geben. Er blieb auch bis zu seiner Hinrichtung in Berlin-Brandenburg am 21. August 1942 sich und seinem Glauben treu. So oft ich mein Gewissen überprüfe, ich kann zu keinem anderen Urteil kommen. Und gegen mein Gewissen kann und will ich mit Gottes Gnade nicht handeln. Ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Ludwig Mitterer war Pfarrer von Otterskirchen und er predigte ganz konsequent von der Kanzel herab gegen die Nationalsozialisten. Er wurde mehrfach angezeigt und verurteilt wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung. Er wurde enthauptet in Berlin-Brandenburg 1943 mit 60 Jahren. Monsignore Arabert Vogel, er war Stiftsdekan und Administrator der Heiligen Kapelle in Altötting. Er beteiligte sich in den letzten Kriegstagen an der Freiheitsaktion Bayern und wurde in der Nähe des Kapellenplatzes in Altötting durch die SS erschossen mit 69 Jahren. Sie alle starben für die Freiheit des Glaubens, aus dem wir leben. Wir stehen hier vor Kloster Niedernburg. Hinter diesen Mauern befinden sich heute die Gisela-Schulen sowie ein Gedenkstein für zwei ehemalige jüdische Mitschülerinnen. Dieser Gedenkstein entstammt einer Denkmalinitiative im Rahmen eines P-Seminars vor über 10 Jahren und wir haben einige Stimmen dazu eingefangen. Im Rahmen dieses Seminars haben wir eine Gedenktafel für
die Schülerinnen Rosa und Margot Grünebaum, die unsere Schule besucht haben und dort zum Teil auch Abschluss gemacht haben, erstellt, die jetzt auch in unserer Schule ausgestellt ist, diese Tafel, und haben uns ganz intensiv mit dem Nationalsozialismus in unserer Stadt beschäftigt. Auf der Tafel sind zwei Hände zu sehen, die ineinander greifen, und sie hat einen grauen Hintergrund und die Hände sind in weiß, und daneben steht auch einmal, dass es eben in Erinnerung an die Rosa und Margot Grünebaum ist, und daneben ist noch ein Zitat, und ich glaube, da steht drauf, wenn die Brücke bricht, sind die Ufer immer noch da. Als wir noch jünger waren, da war das auch so in unserer Schule. Wir haben ja ein sehr altes Gebäude und da gibt es so viele Denkmäler und Statuen. Und am Anfang, so als kleine Fünftklässlerin, nimmt man das eigentlich gar nicht so wahr. Irgendwann hat unsere alte Geschichtslehrerin, die Frau Schmidt, uns davon auch mal erzählt, und dann hat man da schon mehr drauf geachtet. Im Unterricht haben in der 9. Klasse verweise ich auf diese Tafel hin. Ja. Und die meisten wissen auch, wo sie steht und wissen auch, warum sie dort steht und welchen Zusammenhang es eben zur Schule hat. Gebracht, weil die gleich am Eingang groß steht, also jeder geht jeden Tag vorbei. Man versucht es dann schon auch mal im Geschichtsunterricht zu vertiefen und zu sagen, warum es diese Gedenktafel ist. Ich meine, sie fragen dann auch, was hat es denn mit der auf sich? Und versucht dann nochmal kurz die Biografie der zwei Schülerinnen kurz vorzustellen und die Stolpersteine zu erwähnen. Oft geht man ja dann mit denen auch hin und sagt, dann können wir euch, jetzt wisst ihr mal, warum wir diese Gedenktafel im Haus haben. Für mich war so der erste Beweggrund, einfach mal sich mit dem Thema zu beschäftigen in Bezug auf seine Heimatstadt, weil man davon eben sehr wenig wusste. Man hat überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es vielleicht auch die eigene Stadt betrifft. Viel eigentlich im Stadtarchiv und haben da Zeitungsausschnitte durchgelesen, dann teilweise in Literatur recherchiert, die einfach schon vorhanden ist, und haben dann da zu den unterschiedlichen Familien, die wir hatten, geschaut, dass wir da die Geschichte zusammentragen. Klingt spannend, da will ich mitmachen, da sehe ich mich irgendwie am meisten. Geschichte an sich interessiert mich und die Stolpersteine habe ich auch gekannt. Also da war ja, was wir dann letztlich ja nicht gemacht haben, aber für mich war schon der Beweggrund, ich will da mal dabei sein, von Anfang an bei so einem Projekt mitzugestalten. Wir haben auch ein paar Künstler besucht und ich glaube, wir hatten einen zu Gast. Dann, glaube ich, hat Frau Dominik Jetzelsberger eingeladen. Was man in der Stadt sieht, was von uns geschaffen wurde, das fand ich einfach auch eine schöne Idee, dass man seine Stadt mitgestalten kann. Mhm. Und ich glaube, es war auch irgendwie so, also bei mir so das, was sichtbar machen, was einfach noch nicht allen bekannt war. Weil die Geschichte der Familie Grünebaum ist ja auch im weitesten Sinne Regionalgeschichte. Und der Vorteil der Regionalgeschichte, wenn man die auch ein bisschen in den Schüleralltag hineinnimmt, da wird einfach mal die große Geschichte ganz nah. Also man merkt, hoppala, also Holocaust, das betrifft jetzt nicht nur irgendwelche Familien in Berlin oder in Wien, sondern das hat es auch in Passau gegeben und es hat es auch hier in der Schule gegeben, in der ich jetzt eben bin. Am 24. Juli 2015 verlegte der Künstler Gunter Demnig 14 Stolpersteine in Passau. Die Stolpersteine erinnern an die Familie Grünebaum in der Nikolaustraße 10, an die Familie Burian in der Angerstraße 41 und an die Familie Pick und Robert Weilheimer in der Ludwigstraße 19. Getragen wurde dieses Erinnerungsprojekt vom Stadtjugendring Passau in Zusammenarbeit mit dem Gisela-Gymnasium Niedernburg, dem Gymnasium Leopoldinum, der Mittelschule St. Nikola und christlichen Jugendverbänden. Die Familie Burian, Emil und Anna, Katinka mit ihren drei Kindern Gertrud, Carolina, Kurt und Otto Heinrich. Emil und Anna Katinka Burian wurden deportiert und in Kaunas ermordet. Die drei Kinder haben durch die Flucht in die USA überlebt. Die Familie Pick, Henriette mit ihren Töchtern Paula und Lilly und dem Pflegesohn Robert Weilheimer. Henriette, Paula und Lilly haben durch Flucht und Heirat überlebt. Robert Weilheimer wurde verhaftet, deportiert und in Treblinka ermordet. Die Familie Grünebaum. Leopold und Margareta Grünebaum mit ihren
Töchtern Ilse, Margot und Rosa. Leopold Grünebaum ist einen Tag vor der Flucht gestorben. Margareta, deren Visum mit dem Ehemann verbunden war, wurde anschließend deportiert und in Kaunas ermordet. Die drei Töchter haben durch Flucht überlebt. Im Passau sind ja die Juden letztendlich nur davon gekommen, weil ja schon so früh die braune Masse letztendlich über Passau geschwappt ist. Und da bin ich also nicht nur froh wie die Emmy, dass denen nichts passiert ist, sondern so zwiegespalten, weil es eigentlich ja traurig ist für Passau. Also das weiß ich schon, dass mich das damals schockiert hat, dass Passau einfach sehr früh, sehr intensiv in der NS-Diktatur drinnen war. Prinzipiell ist es so, dass ich damals mich um die Verlegung der Stolpersteine mitgekümmert habe. Wir haben dann diese Stolpersteine verlegen lassen und wir besuchen jetzt, das wird Ihnen die Frau Schmidt ja erzählt haben, regelmäßig diese Stolpersteine. Meistens um den 9. November rum, gehen aber auch so mal vorbei und schauen, dass die sauber sind und dass sie würdig sind. Am 9.11. haben wir immer die Gedenkveranstaltung, weil ja die Gisela Schulen die Patenschaft für diese Stolpersteine übernommen hat, für die Familie Grünebaum. Das machen wir immer, dass wir eben mit den 9. Klassen dorthin gehen, eine kleine Gedenkfeier direkt an den Steinen abhalten, mit Blumen niederlegen und Kerzen und Gedichte und so Art Fürbitten. Und dann gehen wir in einem Schweigemarsch runter zum Mahnmal und da ist ja immer dann diese offizielle Gedenkfeier von der Stadt, die dann von der Mittelschule, von der Nikolausschule aus organisiert wird. Es ist immer ganz interessant, auch wie die Schüler dann eifrig bei der Planung sind, weil ich dann sage, so, jetzt überlegt euch einmal, wie können wir das gestalten? Und dann kommen sie schon auf Ideen wie mit Kerzen und Blumen und Gedichte. Dann lesen sie aus dem Leben der Familie eben vor. A vítejte zpět na Action Boundu. U tzv. Stolpersteinů, či chcete-li kamenů zmizelých, lze využít různé databáze obětí holokaustu. Například databázy památníku Yad Vashem, stránky Německého spolkového archivu. V českém prostředí pak velice obsáhlou databázi holokaust.cz. Žáci by měli za úkol vyhledat na nich další informace o osobách z kamenů zmizelých a tyto informace zaznamenat. Do úkolu tedy vložíme odpovídající odkazy. Já už jsem si to tady zase trošku předpřipravil. Vložíme a jako typ odpovědi zvolíme tentokrát text. Úkol uložíme, máme hotovo. A takto už by vypadal tento úkol přímo na mobilu. Můžete si zde rozkliknout příslušný odkaz, dostanete se do příslušné databáze, kde si najdete příslušné informace, které pak můžete vyplnit do tohoto textového pole. Der Parkplatz in Ingling oberhalb des Ruderhauses der Universität Passau ist heute für viele Menschen der Ausgangspunkt für Wanderungen und Joggingrouten entlang des Inns in den Neuburger Wald hinein. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist hier ein ganz furchtbares Verbrechen geschehen. Am 26. April 1945 wurden hier russische Kriegsgefangene ermordet. Mehr als 100 hat man verscharrt gefunden. Wie viele in den Inn geworfen wurden, ist unbekannt. Am 30. Oktober 2020 wurde hier am Ort des Geschehens in Gedenken an die ermordeten Kriegsgefangenen ein Denkmal aufgestellt. Bis dahin gab es eine Gedenktafel für sie, am Adalbert-Stifter-Gymnasium, das wurde 2009 eröffnet, denn auf dem jetzigen Sportgelände der Schule befand sich die letzte Ruhestätte der Ermordeten. Der Friedhof wurde 1956 aufgelöst und die sterblichen Überreste der Kriegsgefangenen und hier Bestatteten in die Kriegsgräberstätte Neumarkt Oberpfalz umgebettet.
In der Nacht gegen 2 Uhr wurden wir durch Schüsse geweckt und wir waren der Ansicht, dass der Feind von Österreich auf Passau vorstoße. An ein Erschießen haben wir nicht gedacht. Die Schießereien haben bis in die Morgenstunden bis etwa 7 Uhr angehalten. Am nächsten Tag, als ich meine Scheune in dem von mir gepachteten Grund aufschließen wollte, um den Flüchtlingen aus der Stadt Unterschlupf zu geben, traf ich den Gärtner Hiedringer. Hiedringer sagte mir, in deiner Wiese haben sie ja schön rumgearbeitet. Hast du es schon gesehen? Man hat dort Russen erschossen. Aufgrund dieser Mitteilung habe ich in meiner Wiese Nachschau gehalten und konnte dort bei der Verfolgung der ausgetretenen Trampelpfade in der Wiese größere Blutlachen, Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände von den Russen sehen. Desgleichen sah ich Schleifen Blutspuren, die in Richtung Inn führten. Bekannt gemacht hat diese Ereignisse der letzten Kriegstage der Passau-Geschichtsforscher Heinz Kellermann. Alois Feuerer hat im August 2019 eine Initiative gegründet und hat Mitstreiter aus Kultur und Politik gefunden, um dieses Denkmal letzten Endes zu realisieren. Es wurde finanziert mit Spenden der Passauer Bürger und vom Künstler Hubert Huber gestaltet. Unter anderem waren auch Schüler des Adalbert-Stifter-Gymnasiums in die Ausgestaltung einbezogen. Sie erarbeiteten mit ihren Geschichts- und Kunstlehrern Beiträge, von denen eine Auswahl über eine am Denkmal angebrachten QR-Code abgerufen werden kann.